Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn, der mittlerweile schon 39. Folge. Und wir machen heute weiter mit einer Hauptquest. Die Sonne soll sinken, begib dich zum Sonnenpalast im Meridian. Da sind wir jetzt gerade hingereist und der Weg ist jetzt nicht mehr weit. 218 Meter noch. Ist übrigens eine Stufe 18 Hauptquest, die hatte ich ganz übersehen, dass ich die noch machen muss. Aber dafür machen wir die jetzt, würde ich sagen. Wenn euch das Video ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr am Ende der Folge über ein Like, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Genau, dann würde ich jetzt sagen, starten wir mal zu der Quest. 200 Meter noch. Schauen wir uns, was uns da erwartet. Ich mache mich nochmal voll. Hallo? Ich habe keine... Ich habe keine Lohbehälter mehr. Was ist da los? Okay, muss ich wieder finden. So viel verballert in den letzten Folgen, dass mir die echt ausgegangen sind. Das ist das erste Mal passiert bis jetzt. Vorher noch gar nicht. Okay, aber egal. Hier noch. Okay. Das lesen wir uns alles später mal durch, würde ich sagen. Rede mit Awad. Niemals träumen lassen. Mein Bote wird die Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Wenn noch irgendetwas für ihre Trauerfeier gebraucht, schön, dass du da bist. Es ist so schrecklich mit Ersa. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derval suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht der Wal, sondern ein Elund Schmied. Sagt dir der Name was? Kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derval es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst Derval mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn feilschen kannst? Das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Aloy, einen Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort. Hat sie gelitten. Ist das wirklich eure Frage? Sie dachte an euch. Sie dachte nicht an ihre Schmerzen. Sie machte sich Sorgen um ihren Bruder. Und sie dachte an euch. Danke, Aloy. Es tut gut zu wissen, dass sie ebenso sehr an mich dachte, wie ich an sie. Finde Derval und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Alles klar. So, geht's weiter. Ab ins Lagerhaus. Ich
Ich schau mal, ob es hier noch einen Händler irgendwo gibt in der Nähe. Weil ich würde dann nämlich vielleicht mal schauen, ob wir so eine Lohebehälter kaufen können und was die kosten. Scheint auch ein Händler zu sein. Schauen wir mal. Das ist ein Händler. Und ich werde jetzt gleich mal diese grünen Fokusse verkaufen. Rohstoffe. Okay, Rohstoffe. Was hat denn der alles? Und das Zeug da. Okay, das bringt mir nichts. Schau mal. Verkaufen. Modifikationen, oh, da kriege ich auch fast gar nichts. Aber ich sag mal so, die Dinger nehme ich eh eigentlich nicht her. Also zumindest die grünen haue ich jetzt mal weg. Dass ich wieder ein bisschen Platz bekomme, das ist ja furchtbar. Schutz. Machen wir das noch weg. Okay. So. War hier nicht noch ein Händler? Hier ist noch ein Händler. Schauen, was der verkauft. Worüber wolltest du reden? Du bist fremd hier, oder? Eine Abenteurerin. Das war ich früher auch mal. Ich gebe zu, ich vermisse die betörenden Farben der Wildnis. Ich frag mich, ob du zufällig eine ganz bestimmte Blume gesehen hast. Sie ist aus Metall, wie eine Maschine. Da haben wir schon zwei. Andere Blüten wachsen in Mustern um sie herum. Diese glänzenden Schönheiten sind bei meinen Kunden sehr gefragt. Wenn du mir welche bringst, bekommst du etwas Wertvolles dafür. Handeln? Falschen wir um diese wunderschöne Beute. Ja, soll ich eine falschen? Da. Verkaufen. Ist es bei den Rohstoffen drin? Schauen wir doch mal. Was ist denn das hier überhaupt? Das kann ich eigentlich auch verkaufen. Nee, das sind meine Schnellreisepakete. Kann ich nicht verkaufen. Das wäre schlecht. Nee, hier ist es gar nicht drin. Waffen auf Modifikationen fallen Tränke. Aber ich habe doch schon Metallblumen. Was ist das genau? Das weiß niemand. Aber es heißt, sie sprossen vor 20 Jahren, als auch die Maschinen verrückt wurden. Vielleicht waren es die Tränen der Sonne, der vielgesichtigen Gottheit, nicht wahr? Erst voller Zorn, dann kühl und geduldig. Vielleicht beweint er unser Leid, wenn sein Zorn ihn verlässt. Ich handle immer gerne mit dir, meine Feuerblume. Aber ich hab doch schon... Kaufen Spezialobjekte, Karte Metallblumen? Nee. Verkaufen. Ich könnte doch eigentlich die Waffe hier verkaufen. Mit dem komischen Bogen. Ich habe ja eigentlich eh schon einen. Verkaufen wir nix. Nee, habe ich anscheinend noch nicht drin. Verabschieden. Auf Wiedersehen, edle Nora. Jeder braucht doch einen Farbtupfer im Leben. Komm, lass uns drüber reden. Du wirst es bereuen, wenn dir mitten im Getümmel die Vorräte ausgehen. Ist das wirklich alles, was du hast? Was muss ich denn jetzt hin? Da lang. Hast du einen Augenblick, Fremde? Warum auch nicht? Na, hier oben sind auch noch Händler, oder? Lass dir diese Waren nicht entgehen. Da komme ich wahrscheinlich nicht mehr runter dann oder hoch dann, ne? Vorzugsweise ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. Die Statue von Giran. Es reicht nicht, sie zu beschädigen. Okay, so anscheinend das Haus.
Bist du da, Derwal? Überraschungsbesuch! Ja, genau, da fliegen alle ganzen Türen aus der Angeln gleich. Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Sieht nicht besonders groß aus. Ein groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Lohe, sie muss da oben irgendwo auslaufen. Schauen wir doch mal hoch, wo die genau ausläuft. Hier anscheinend. Wenn diese Bombe hochgeht, wird diese Lohe ein Feuersturm entfachen. Das ist viel Lohe. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Und wie? Und wie verhindern wir das? Wenn ich versuche, sie auseinanderzunehmen, geht eine Sprengladung los. Okay, wieder hoch. Eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Jo. Hilf mir, das muss raus. Okay, hohe Gewalt, das kann ich gut. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Wow. What the fuck? Geschafft. Derwals beste Chance. Und Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagte, Avad soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und er wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Gott sei Dank, das gleich regnet, geht gleich das Feuer aus. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Habt ihr die Explosion gehört? Werden wir von den Schattenkarte angegriffen? Stiefelspuren mit ein wenig Lohe darin. Okay, schauen wir mal, wo uns diese Spuren hinführen. Kann ich euch vielleicht für eine lukrative Gelegenheit zum Feuer eine Eimerkette bilden? Aber Sonnenkönig ab. Na, warte mal. Was ist passiert? So ein Knall habe ich selten befallen. Ja, die haben auch schon geredet, gell? Ja. Am Rand des Berges steigt Rauch auf. Der Wochenmarkt ist für die einfachen. Okay, hier geht's weiter. Die Spur führt hinein. Noch eins von der Wals verstecken? Na, ah, hier runter. Es hat ausgeschaut, als wenn es hier zu dem Bücherregal eben führt. Hätte sein können, dass sie es wegschieben müssen oder sowas. Hier muss der Wal den Zünder zusammengebaut haben. Oh nein. Er hat die Wand durchbrochen. Der Wal hat einen Weg in den Palast gefunden. Nicht gut. Gar nicht gut. Der Wal. Oh, der sieht böse aus. Wir
Na, komm. Muss ich hier weiter runter? Nein! Ich liebe doch. Jetzt nicht mehr. Oder? Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Wo bin ich denn? Ich komme nicht mehr hoch. Komplett verpackt hier. Okay, lass springen. Ist egal. Machen wir gerne nochmal. Und ich sehe gerade, ich habe gar keine Kräuter mehr. Ist nicht gut. Okay, nochmal. Ich hoffe mal, dass die blöde Sequenz jetzt nicht nochmal kommt. Oh, das kennen sie. Genau. Ich muss darüber anscheinend. Okay, dann muss ich wirklich da runter. Na, runter, runter, runter. Nochmal eins runterkommen. Nicht da, du sollst drüber springen. Naja, warum springt denn dieser nicht rüber? Jetzt kommt sie nicht hoch. Ach, das ist doch hier Glück gemacht jetzt hier. Geht doch. Das ist ein bisschen hakelig gewesen. Nein! Oh, Mann. Nochmal das Spiel. Geh jetzt darüber. Bitte, Aloy. Tu mir den Gefallen. Ey, also das ist wirklich hakelig jetzt hier. So, jetzt geh einfach darüber. Okay. Schwierige Geburt. Wollen wir abschießen hier? Feindlicher. Schieß mal den gleich ab, komm. Wechsel mal den Munitionsart. Ich hätte die bestimmt gleich one-shotten können. Das nehme ich lieber mit. So, begib dich zum Wintergarten. Auf geht's, Aloy. Sieh.
Medizin. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass wir wahrscheinlich gleich gegen den kämpfen müssen. Da ist er doch. Sieh dich an, Avad. Der zitternde Spross eines irren Königs. Du nahmst mir das Recht, deinen Vater zu töten. Also bist du stattdessen dran. Es wird ein Genuss, die Kaja brennen zu sehen. Besonders, weil du mit mir zuschauen wirst. Sag Lebwohl zu Meridian, Avad. Riech den Gestank und schluck die Asche. Bam. Scheiße, gell? Da stimmt was nicht. Ich habe nichts gehört. Da hinten steigt eine kleine Rauchwolke auf. Nein! Es sollte ein Feuersturm sein und keine kleine Rauchwolke! König, kann man mit ihm noch reden? Nee. Okidoki. Besiege der Wal und seine Männer. Was ist das? Oh. Du bist wohl die Nora, die mein Lager überfallen hat. Und die Bombe deaktiviert hat. Tatsächlich. Tja, Bombe oder nicht? In diesem Thronsaal fließt heute Blut. Erst deins, dann erwart's. Okay. Auf See! Boah, what the fuck? Können wir das beenden? Ich muss doch einen Sonnengott töten. Armee angeführt. Falken und Verwüster getötet. Warum lässt Erwart bloß immer seine Frau? Meine Fresse. Bäm. Vorbei, Nora. Als guter Legen um den Penner. Man braucht einen Notfallplan. Okay. Jetzt wird's laut. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Kann ich irgendwie abhauen hier? Ja, ist zu. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Ah, ich hätte überbrücken können, oder? Okay. Da bleibt für mich zu kämpfen.
Okay, das waren zwei, ich habe aber drei gesehen. Wo ist der letzte? Bisschen rennen. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Es kommen nämlich noch mehr. Ja, wie kommen denn hier noch, Mensch? Rede mit der Wall. Aber erst mal unser Zeug hier. Hoffentlich kann ich den umlegen jetzt. Penner. Oh, da ist noch eine Kiste, nehmen wir uns die erst mit. Und genau, und hier unten liegt auch noch was, das nehmen wir uns auch noch mit. Okay, müssen wir eigentlich alles haben. Und dann schauen wir mal, was uns der Derwald zu sagen hat. So sehr ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte, töte ich dich auch gern selbst. Nur zu. Ich fürchte mich nicht. Doch wie ich dich kenne, Erend, wirst du es versauen.
weiß, wovor du dich fürchtest. Nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im Anrecht will deinen Tod. Und er soll möglichst schmerzhaft sein. Sie werden sogar Geld dafür bieten. Du überlässt das Töten also wieder mal anderen. Halt's mal! Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden. Gute Entscheidung. Bitte lasst mich hinkommen, ja? Ich sollte dort draußen Maschinen jagen und hier nicht rumlaufen. Aloy, mich einfach nur zu bedanken, das erscheint mir unzureichend. Du hast mein Leben gerettet. Und auch Meridian. Und dank dir wird Ersas Mörder bestraft werden. Wir können nun um sie trauern, ohne quälende Unsicherheit. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Es ist kaum vorstellbar. Ich hoffe, du bleibst hier bei uns in Meridian. Nee. Ich muss jetzt gehen. Warte einen Moment. Wie gesagt, ich hatte gehofft, dass du in Meridian bleibst. Und warum sollte ich? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Für mich nicht. Tja, zunächst einmal hast du verhindert, dass die Stadt abbrennt. Du bist stark, schlau und kompetent. Ich könnte jemanden wie dich an meiner Seite gebrauchen. Aha, alter Schlingel. Ich muss meinen eigenen Weg gehen. Danke für das Angebot, doch. Ich glaube, wir beide sind nicht bereit dafür. Zumindest noch nicht. Es liegt noch ein weiter Weg vor mir, um zu finden, was ich suche. Und er führt mich weit weg von Meridian. Ja. Natürlich. Ich wollte nicht anmaßend sein. Du hast deinen eigenen Kopf. So wie Ersa. Aber bitte, denk dran, dass du hier immer willkommen bist. Ich hoffe, heute ist ein Sonnenaufgang für uns. Kein Abschied. Ich muss jetzt gehen. Natürlich. Ich hoffe, du findest, was du suchst, Aloy. Und wenn du mich brauchst, helfe ich dir. So sicher, wie die Sonne aufgeht. Okay, dann reden wir noch mit Erend. Schauen wir, was sie jetzt zu sagen hat. Aloy, ich dachte gerade an Ersa. Sie hätte derweil sofort getötet. Ich weiß es. Darum wollte sie sich mit ihm treffen, um ihn zu töten. Und sie sagte, ich soll erwachsen werden. Ich gebe zu, es tat weh, als sie das sagte, aber ich nehm's mir zu Herzen. Und erwachsen sein heißt dann wohl, das tun, was man soll. Und nicht das, was man will. Richtig? Das fragst du mich? Du bist doch bestimmt älter. Ja, aber ich handle nicht so, oder? Bei der Wahl schon. Das will nicht allzu viel heißen. Ein Teil von mir will ihm immer noch heimlich den Hals umdrehen. Ja, aber du tust es nicht, weil du ein guter Hauptmann bist. Hör bloß auf, sonst weine ich noch. Tja, und nach all dem, was kommt als nächstes für Gardist Erend? Ich reise jetzt erst einmal zum Anrecht. Ich besuche meinen Clan und wir werden Ersa würdig bestatten, wie sie es gewollt hätte. Und das bedeutet wenig reden, viel trinken. Was glaubst du, machen die Osseram mit der Wahl? Erstmal werden sie lange darüber streiten. Aber egal, wie es ausgeht, es wird schmerzhaft. Okay. Damit kann ich leben. Ich glaube, ich schau mal in seiner Zelle vorbei und erzähle ihm davon. Tja. Ich weiß, du musst gehen.
Mörder finden, Maschinen bezwingen. Alles vor dem Frühstück. Weißt du was? Als wir uns trafen, hielt ich mich für einen tollen Kerl, der sich mit einem hübschen Mädchen aus dem Nirgendwo abgibt. Dabei war es ein Glück, dass du eine Minute Zeit für mich hattest. Und vergiss mich nicht, während du da draußen die Welt veränderst. Ich habe immer eine Minute für dich. Vielleicht sogar zwei. Zwei? Sie mag mich. Okay. So, jetzt haben wir das andere gar nicht mehr. Nee, okay, konnten wir jetzt gar nicht mehr machen. Das hätten wir wahrscheinlich vorher machen müssen, mit dem Derwald zu reden. Stufe 30. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut und machen dann in der nächsten Quest mit der nächsten Quest erst in der nächsten Folge natürlich weiter. Die da wären Dunkle Geheimnisse der Erde. Begib dich nach Sonnenfall. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like, über einen Kommentar oder auch über ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt dran. Ciao, ciao. Euer Andi.